Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen mit zurück zum Mario Kart Tour mit Meta Fox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen mit dem Feuerbruder Cup weiter heute mit Luigis Rennpiste und da haben wir keinen Charakter? Echt nicht? Uff. Na gut, dann soll es so sein. Dann nehmen wir unsere Köchin Rosalina trotz alledessen. Nur zwei Items, das ist natürlich bitter. Let's go, 1540 Startpunkte. Okay, ich bin immer noch auf dem 6. Das sieht nicht gut aus gerade. Ja, dass mir gerade drei Items fehlen, das merkt man. Das ist doch ein Witz! Mann! Das ist doch wie... Warum? Ja, jetzt kriege ich die Rakete! Ich krieg zu viel! Jetzt kriege ich den Kugelwilli, wenn ich ihn nicht mehr brauche! Ich hab Angst, dass ich die jetzt... Jawohl, ich kann sie nochmal fahren! Scheiße! Ich will mir Zeit sparen und jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal fahren. Ich krieg die ganze Zeit Pilze! Was ist das denn? Wie will ich denn so aufholen? Ich muss mal hier, brauch mal Waffen. Das ist doch... Alter! Reicht nicht. Reicht trotzdem nicht. Ich krieg die Krise! Nee, ich fahre jetzt einfach weiter, Leute. Ihr könnt mich mal alle. Ja, leck mich. Ich fahr weiter. Ich hab hier wieder keinen. Was ist das denn? Oh, leck mich doch fett am Arsch. Das kann doch nicht sein. Wieso habe ich denn da keine Charaktere für? Ich krieg zu viel. Immer ist es, immer irgendwas ist doch immer.
Ich muss halt meinen Punkte aus, meinen Punktevorteil jetzt hier benutzen. Ey, ich kann keine Münzen einsammeln, Mann! Guck mal, ich werde nur auf den vierten gebracht. Ich kenne das, dass da welche am zweiten mitgebracht. Warum? Was ist das denn hier heute? Was ist denn los? Mann! Oh, der Blitz hat mich nicht getroffen. Dankeschön dafür. Wir lassen wir denen mal ein paar schöne Geschenke hier. Okay, da kommen wir aber trotzdem rein mit unseren 12.418. Da bin ich ja froh. Oh Gott. Gut, weiter geht's. Oh je, ey. Über sowas reg ich mich zu krass auf. Marios Piste, Leute. Marios Piste machen wir als nächstes und wir nehmen dafür unser Mii. So, let's go. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke und so bleibt aktuell dran. So Leute, das sieht jetzt, ja, was heißt gut aus? Gut aussehen heißt, ist was anderes. Ich bin sauber und souverän um alle Münzen drumherum gefahren, die ich hätte einsammeln können. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Woher kam die? Reicht doch safe niemals. Ja, 8.117. Hoffen wir, dass das reicht. Ich bin mir nämlich gerade unsicher. Reicht. Plus sogar 2.000 mehr. Bonusmission, Itemboxbruch. So, das ist aber ganz easy hier. Yeah.
So, ich habe das alles geschafft. So, 31 von 12, gut, haben wir es geschafft. Das müsste der erste Cup aber gewesen sein von dreien, die ich jetzt gemacht habe, ja. Weiter geht's, ab in den nächsten Cup, Leute. Und zwar DS Marius Rempis, da haben wir auch nur einen Charakter auf Level 1. Wir haben nur Level 1er Sachen, das ist... Ja, knappes Ding könnte es werden, ja. ...1018 Startpunkte. Ja gut. Das sieht, wie gesagt, gerade das sieht in Ordnung aus, muss ich sagen, Leute. Lassen wir mal ein bisschen was auf dem Feld zurück. Entschuldigung, Rosalina. Also, ja, irgendwie tut mir leid, irgendwie auch nicht. Irgendwie habe ich Schadenfreude dabei, aber irgendwas ist auch Rosalina und ich will Rosalina ja nicht schlecht ist. Das ist in Ordnung, passt, alles gut. Sieht, wie gesagt, gerade gut aus. Und drin, Leute. 8.352 Punkte. Damit sollten wir das gut geschafft haben. Nice, weiter geht's. So, als nächstes haben wir die SNES Marius Piste und da können wir einen Luigi wieder nehmen, das ist gut. Immerhin bietet der uns eine 7, der bietet uns Münzen und eine gute Punktzahl, das sieht gut aus. Also da könnten wir jetzt ein bisschen was reißen. Ja, das sieht, ja, wie gesagt, das sieht gut aus. Passt. 8.623 Punkte. Gut, das war in Ordnung. War alles in Ordnung. Wieder ein neuer Rekord, wenn auch nur um ein paar hundert Punkte. Marius Rempis, oh, wir haben schon wieder keinen Ort. Aber immerhin kann ich Baby Peach nehmen.
Weil das würde mir missfallen tatsächlich. Ich habe wieder keine drei Items. Ich krieg die Krise. Eieiei. Ja, ist okay, aber ist noch aufbaufähig. Um es mal so zu nennen. Ja, zweiter Platz, okay. 7190 sollte aber gereicht haben für meine Zwecke, denke ich. Hoffen wir, weil ansonsten wäre das schlecht. Ich möchte das nicht nochmal fahren. Ja, passt, alles gut. Die Bonusmission, die Goomba-Umfahrung mit Waluigi machen wollen. Wenn ihr keine weiteren Folgen von Mario Kart Tour verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke und so bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand. So, 42 von 10, das sollte gereicht haben für meine Zwecke. So, und damit gehen wir auch schon in den dritten Cup rein. Weiter geht's. Baby Daisy Cup, Leute. Da sind wir jetzt drin, nämlich, und dann nehmen wir Luigi. Ja, so ist das. Let's go! Und dann haben wir nur noch drei Cups vor uns. Und die werden wir dann im letzten Part machen. Und danach habe ich die Saison auch wieder knapp. Aber ich habe sie gemacht. Mit 1145 Startpunkten. Ja, man merkt direkt, dass ich wieder Münzen dabei habe. Yo! Drache! Da ist er, da ist dieser Penner. Fritz! Jawoll! Erster Anlauf ist zwar schiefgegangen, aber der zweite hat dafür gesessen. Nein! Nein, auf dem Dress ist doch... Ich hab jetzt schon wieder Angst. Ich hab Angst. Ich will nicht schon wieder einen fahren. Okay, hat ganz knapp geklappt noch, Leute. Gut.
Weiter geht's. SNES Marius Piste mit Shy Guy. Nee, mit Baby Daisy. Oh, mit einem Vierer Card sogar. Das ist natürlich super, dann... Ja, let's go. Oh Gott, ich bin froh, wenn es einfach alles durch ist. Wie gesagt, das ist leider hier ist nicht wirklich viel zu holen. So, mit 7.694 Punkten. Ich hoffe, dass das gereicht hat, weil das sah sehr knapp doch noch aus. Ah, hat gereicht, sehr schön. Sogar noch ein neuer Rekord von über 1200. Gut, dann haben wir das Geistertal. Mit Feuer Rosalina. Ja, und das sieht doch sehr gut aus. Das wurde zumindest mindestens 1500 Punkte. Läuft doch bei uns. Okay, Leute, mit 11.109 Punkten kommen wir da rein. Schade, ich wollte die Serie gerne in einer Non-Stop-Serie am Laufen halten. Hat nicht ganz funktioniert, war's trotzdem. Und die Bonus-Mission. Klein Knochen-Trockenwalzer. Warum? Warum? Bitte nee. Jeder weiß, dass ich den nicht mag. Aber ich nehme sie gerade gut mit. Für meine Verhältnisse habe ich gut welche mitgenommen jetzt hier. Ich bin beeindruckt. Okay, 24 von 4. Das ist in Ordnung. Sechsfacher. So, eigentlich haben wir jetzt noch 3 Cups vor uns. So, ihr seht, wir haben nur noch, ja,
Nice. Genau, beim nächsten Mal haben wir nur noch 3 Strecken vor uns, deswegen holen wir uns jetzt mal eben die paar Belohnungen. Und danach ziehen wir noch eine kleine Goldröhre, bevor ich den Part hier dicht mache. Erstmal eine normale Röhre. Den Schergenflieger. Dankeschön, und noch eine Röhre. Das Go Buggy. Okay, so Leute, dann gehen wir jetzt mal und ziehen mal schnell an der Goldröhre. Und guck mal, was wir da Schönes rausbekommen. Oh, danke für die Herzballons. Schön, wieder neuer. Außerdem können wir, wenn wir schon mal dabei sind, gönnen wir uns direkt das nächste, den One-Up-Pilzballon. Und ja, ach, wie gesagt, den Rest werde ich mir offline gönnen. Im nächsten Part machen wir dann die letzten 3 Cups. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.